Busfahrer da, den Reisebussen. Anscheinend gibt es hier keine richtige Busfirma. Ja, jetzt geht es jetzt mal zum Nike-Outlet, ein bisschen shoppen, wie es da. Und ja, mal gucken, was man so findet. Wir sehen uns dann gleich. Eine Stunde unterwegs, dieses scheiß Einkaufszentrum zu suchen. Maxim, jetzt. Lass mal das fragen. Wi-Fi, free Wi-Fi. Keine Hilfe hier, keiner kann Deutsch, Englisch, Russisch. Alle versuchen uns mitzunehmen mit ihrem Auto, aber wir wollen nicht reingehen. Ja, nicht so gut. Nicht so gut. Keine Ahnung, wie das scheiß Einkaufszentrum ist. Auf jeden Fall noch eine lange Suche vor uns. Ich melde mich schon, wie wir es wieder finden. Wir haben hier nichts zu essen. Dann lernt was gefällt. Zum Gains. Ah. Boah, das sieht aus wie so. Sind die Eier von Ameisen? Es scheint, als wären wir richtig. Überall sind Läden. Die Suche geht weiter. Leute, ihr wisst Bescheid. Die Gains müssen gesaved werden. Fisch gebraten. Und wenn man hier rumgeht, sind so überall so Schilder, wo da vorne auch wieder. Schilder, so Schafe oder Schweine spießen gebraten werden. Man erkennt das vielleicht ein bisschen. Auf jeden Fall. Halt so. Überall sind diese Schilder. Die Leute stehen anscheinend drauf, wenn vor ihren Augen so Schafe gebraten wird. Wir kommen. Viel Erfolg für uns, ne? Kiwi sind auch am Start. Aber die reifen von selbst, ne? Ja, du kannst hier. Ein paar Pflücken, damit nicht. Da kann ich sie auch zurückfließen. Was ist jetzt mit dem machen? Die ganze Zeit nur Gemüse und Früchte am Klauen. Das ist im Urlaub. Wir sind fast am Ziel angekommen. Und dann ist es auf jeden Fall korrekt nach 2 Stunden Suche das zu finden. Und bei uns stand auch, dass keine Busse fahren. Aber alle 5 Minuten fährt ein Bus und ist vorbei. Also auf jeden Fall korrekt die Leute hier.
manche Läden fälschen wohl Boost-Schuhe. Die können. Es gibt fälschen Boost-Schuhe, die keine Boost-Schuhe sind. So, von der Mall zu Hause angekommen. Was habe ich mir gekauft? Gar nichts. Ja, da gab es nicht so Sachen, die mir gefallen. Viele werden das kennen, so Nike Outlets, Adidas Outlets. Meistens sind das nur so Fußballsachen und alles Mögliche so, aber ist jetzt nichts, was ich wirklich trage. Und ja, jetzt gehe ich raus, das Wasser abchecken. Dann gehen wir gleich ein bisschen schwimmen. Wir haben schon kurz nach 10 ein bisschen Nachtschwimmen gehen. Wir haben so eine coole Hüftpuppe auf dem Wasser, aber die kostet halt 10 Euro pro Stunde. Aber man kennt Russen im Urlaub, die bezahlen nicht, die gehen drauf, wenn alles zu hat. Und ja, wir gehen die auf jeden Fall gleich mal abchecken. Wir waren auch schon vorgestern drauf, aber da war das Wasser ein bisschen kühl, heute war es wärmer. Und ja, das war's dann schon mit diesem Vlog. Würde ich mal sagen, ich hoffe, es wird nichts verkommen. Gucken gleich vielleicht ein paar Filme oder so, aber sonst wird wahrscheinlich nichts sein. Und ja, das war's dann für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Vlog. Bis dann.